Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal wieder um eine Reparatur. In dem Fall ist es hier ein Laptop von Lenovo. Und zwar, das sieht man hier jetzt leider nicht so gut, ist es ein Yoga 500. Und was der nicht macht, ist Folgendes: Er lässt sich eigentlich nicht mehr einschalten. Also beim Einschalten passiert nichts mehr. Ich habe hier den Deckel schon mal lose geschraubt, da sind also ein paar Schrauben, dann kann man den Deckel hier abmachen. Auf der Unterseite und da will ich mal kurz zeigen, wie ich jetzt da weiter vorgehe. Ob die Reparatur jetzt gelingt, weiß ich jetzt nicht, aber ich will es einfach mal probieren. Wenn man jetzt also den Deckel hier abmacht, dann bietet sich folgendes Bild. Man hat hier das Mainboard, hier ist die Festplatte, hier ist der Akku, hier ist der Lüfter und ich habe das vorher schon mal ein bisschen auseinandergeschraubt. Die Festplatte ist hier mit drei Schrauben angeschraubt und wenn man die abgeschraubt hat, dann kann man die hier ein bisschen rausziehen, also nach schieben und dann kann man sie hier rausnehmen. Die brauchen wir ja hier im Moment nicht. Das zweite ist der Akku, der ist hier mit drei Schrauben angeschraubt, die kann man auch abschrauben und dann ist hier ein kleiner Stecker. Da schiebt man einfach das Ding hier, den Stecker einfach ein bisschen raus. Das geht manchmal ein bisschen schwierig, weil die sehr klein und flach sind, diese Stecker. Diese Steckverbinder kann man hier so rausnehmen und dann kann ich den Akku auch entfernen. Ich habe hier auch gesehen, ich weiß jetzt nicht, ob da schon ein Problem liegt. Also ich nehme mir erstmal generell raus und jetzt habe ich den Laptop natürlich auch versucht anzuschalten in diesem Zustand. Das geht allerdings nach wie vor nicht. Und habe dann mal das Mainboard mir genauer betrachtet und da will ich mal auf einen Punkt kommen, der hier oben zu sehen ist und da will ich mal auf ein Bild umschwenken, was ich vorher gemacht habe. Da hatte ich leider das Video noch nicht an, so dass ich da nur ein Bild jetzt zeigen kann. Da war nämlich ein defektes Bauteil. Das zeige ich mal ganz kurz. So, man sieht jetzt hier diesen Bereich auf dem Mainboard, wo dieser Tantalkondensator zu sehen ist und man sieht, der hat hier was abbekommen. Also das ist hier irgendwie zermanscht, sodass ich den erstmal ausgelötet habe. Ich will mal kurz nochmal hier diesen Kondensator zeigen, diesen Tantalkondensator. Und zwar habe ich den hier mal ja, aufgeklebt. Und man sieht da schon an der Seite links dort, der ist also, da hat er irgendwas abbekommen. Der ist also defekt. Und ich habe den, wie gesagt, jetzt ausgelötet. Und gehe nochmal jetzt ja, zum Mainboard über und zeige dann danach, was ich dann praktisch danach nochmal gemessen habe. So, hier sieht man jetzt, dass ich den Tantalkondensator ausgelötet habe. Und was ich jetzt gemacht habe, ich habe einfach mal hier mit dem Durchgangsprüfer gemessen. Ich habe den also hier dran an den beiden Spitzen. Wenn ich die verbinde, dann hört man es piepen. Und hier in dem Fall ist es so, dass es auf dieser Seite in dieser Richtung piept und in dieser Richtung auch. Und das ist natürlich blöd, weil ich weiß jetzt nicht genau, wo diese Verbindungen jetzt überall lang gehen. Das scheint ja hier eine Art Schaltregler oder irgendwas zu sein. Beziehungsweise irgendwas, was damit zu tun hat, weil hier noch eine Spule ist und diese Sachen sind mehr oder weniger sehr oft auf diesem Board. Was ich dann auch noch gemacht habe, ich habe versucht nochmal irgendwie mit dem Durchgangsprüfer ein paar Sachen zu testen und bin auch auf eine andere Stelle noch gekommen. Und zwar, ich versuche mal das hier hochzuschieben. Das sieht man jetzt hier oben, da wo der Elko ist, dieser mit dem roten Streifen. Und da habe ich, daneben war auch so ein Elko, genau der gleiche. Und da habe ich eben auch festgestellt, auch hier ist auf beiden Seiten eine Verbindung. Und jetzt macht die Sache das natürlich ja nicht gerade einfach, da jetzt genau den Fehler zu finden, wo welches Bauteil dort überbrückt oder kaputt gegangen ist. Und deswegen habe ich mich eigentlich entschlossen, hier nicht weiterzumachen, sondern ein komplettes Mainboard zu tauschen. Was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe mal alles abgeklemmt vom Mainboard. Also den Speicher habe ich rausgenommen und habe die ganzen Leitungen mal abgeklemmt, um zu gucken, ob wirklich dieser Kurzschluss hier vom Mainboard kommt. Und das ist in der Tat so, wenn man also hier die Sachen abnimmt, also abmacht, hier die Flachbandleitung und so weiter, dann ist der Kurzschluss wirklich hier auf dem Mainboard und nicht irgendwo anders. Es kann theoretisch auch sein, dass die CPU, die hier drunter liegt, was abbekommen hat,
Und das jetzt rauszufinden, das würde also sehr lange dauern, wenn es überhaupt geht. Deswegen werde ich jetzt das Mainboard tauschen, um herauszufinden, was ich hier für ein Mainboard brauche. Muss man mal hier auf dem Mainboard nach einer Nummer suchen. Und diese Nummer ist irgendwo meistens aufgeklebt. Und in dem Fall ist sie also hier zu sehen. Dort diese, ich weiß jetzt nicht, ob man es genau sehen kann, 5820 und so weiter. Also das ist hier diese Mainboard-Nummer, die Partnummer. Und nach dieser Partnummer habe ich natürlich gesucht, ob man die noch irgendwo kaufen kann. Ich habe auch tatsächlich ein Mainboard gefunden. Und habe das auch hier, ich zeige das mal ganz kurz. Also hier ist das neue Mainboard. Und es sieht also wirklich identisch aus. Hier ist jetzt zum Beispiel die CPU noch zu sehen, weil hier der Lüfter noch nicht drauf ist und so weiter. Aber diese Nummer, die ist auch genau gleich wie von dem Mainboard, was ich jetzt da gerade habe. Sodass ich jetzt also dieses hier tauschen will. Dazu müssen erstmal alle Flachbandleitungen abgemacht werden. Und ich will mal hier ein bisschen rein zoomen in diesen Bereich. Bei diesen Flachbandleitungen ist es so, die sind hier mit sogenannten Nullkraftsteckern ja ausgestattet. Und da ist hier so eine Leiste und die muss man entweder nach vorne ziehen, dann kann man das Flachband rausnehmen. Oder man hebelt es hier in dem Moment, hier in diesem Fall hoch. Also kann man einfach hier einen Fingernagel nehmen. Auf beiden Seiten ist es hochgehebelt und dann kann man hier die Leitung abmachen. Und so ist es hier bei allen. Also es geht relativ einfach. Hier nehme ich mal zwei Finger einfach hochhebeln. Vorsichtig rausnehmen, nicht zu stark beanspruchen natürlich. Hier auch nochmal ist auf der Seite ist Sound. Sorry, hier muss ich mal durchschieben das Board. Also hier ist der Soundanschluss. Möglichst keine Kraft natürlich aufwenden, nicht zu stark. Irgendwie haut das hier nicht hin im Moment. Das ist hier unten noch fest. Kann ich das hier rausziehen, vorsichtig. Den Speicher nehme ich hier auch gleich mal raus. Und dann ist hier in diesem Bereich hier noch Spannungsversorgung. Die habe ich übrigens auch nachgemessen. Also wenn ich jetzt hier 19 Volt anschließe mit dem Netzteil, dann kommen hier auch 19 Volt an. Das ist also alles vorhanden. Da ist also auch nicht der Fehler zu finden, sondern der ist hier offenbar eindeutig auf dem Mainboard. Ich habe hier diesen Stecker mal einfach abgezogen. Den anderen hier, den kann man ein bisschen hebeln wieder. Der ging relativ leicht. Dann haben wir hier die Spannungsversorgung. Die kann man sicherlich auch relativ einfach abziehen. Ich habe jetzt hier die Leitungen sind hier in dem Lüfter so verlegt. Die muss man eventuell ein bisschen rausnehmen und vorsichtig ziehen. Dann hat man das eigentlich alles soweit ab und auch vom WLAN. Modul hier auch nochmal abmachen, die kleinen Stecker. Und dann ist es erstmal alles ab. Und achso, hier ist auch noch der vom Monitor sozusagen, vom Screen, der Anschluss. Genau das gleiche. Einmal hier ein bisschen hochklappen. Und dann kann man das hier abmachen. So, jetzt ist erstmal alles ab. Und jetzt muss ich das praktisch abschrauben. Ein paar Schrauben hier an verschiedenen Stellen. Also eins, zwei Schrauben, dann natürlich den Lüfter auch noch, der muss auch noch mit ab. Hier sind auch noch Schrauben hier, die halten die Platine offenbar auch noch mal fest. Das heißt, ich schraube die erstmal lose und dann kommt nach und nach das Mainboard ab. So, als erstes hier diese Schraube. Die nächste hier oben. Dann, achso, das WLAN-Modul werde ich auch mal abschrauben. Das ist hier nur so reingedrückt sozusagen. Das nehme ich mal raus. Und auch hier unten rechts die beiden Schrauben. Also da immer, wo so ein Pfeil dran ist, da, die muss man lösen. Und dann ist es erstmal soweit lose, hoffe ich zumindest. Vielleicht fehlt da noch eine, weiß ich jetzt nicht. Ja, also man kann es schon rausnehmen. So dass ich jetzt komplett diese ganze Einheit mit dem Lüfter rausnehmen kann. So, bevor ich das rausnehme, muss ich hier die Leitung mal rausnehmen, hier aus diesen Führungen, damit das da nicht hängen bleibt. So. Und jetzt denke ich, kann ich das
rausnehmen. Ja, hier unten hakt es ein bisschen, aber das ist eigentlich ab. Ich weiß jetzt nicht, warum das da hakt. So, also Mainboard ist raus. Das alte Mainboard ist raus und jetzt muss ich natürlich den Lüfter auch noch abmachen. Der ist auch mit mehreren Schrauben hier angeschraubt. Und dann schraube ich den Lüfter auf das neue Mainboard und dann kommt diese ganze Einheit wieder hier in den Laptop rein. So, ich habe das Mainboard auch mal rausgenommen hier und der Lüfter ist hier eigentlich nur mit drei Schrauben angeschraubt. Das heißt, die werde ich einfach mal lösen. Mal gucken und ja, man sieht, der geht also hier ab. Ich halte ihn mal hier fest und drehe es mal um. Also hier ist der Lüfter, den werde ich mal ein bisschen sauber machen, der ist ein bisschen verdreckt. Und hier ist auch Wärmeleitpaste natürlich drauf für die CPU. Und ja, jetzt bin ich eigentlich soweit. Das ist hier das alte Mainboard und ich werde das jetzt hier gegen das neue austauschen, nicht zu verwechseln. Ja, sieht also wirklich vollkommen identisch aus, muss es auch, denn die Partnummer ist ja die gleiche. Das heißt, ich werde jetzt das alte hier wegnehmen und dann hier den Lüfter erstmal wieder ranschrauben, gucken, dass da genügend Wärmeleitpaste einigermaßen drauf ist und so weiter. Ja. Ich habe hier auf die CPU noch ein bisschen Wärmeleitpaste drauf gemacht und jetzt kann ich das hier wieder anschrauben. Das sind ja nur die drei Schrauben hier, das müsste also gut halten. Und gleichzeitig kann ich jetzt hier den Stecker von dem Lüfter nochmal ranklemmen an das Mainboard. So, dann ist der also drin. Ja, und jetzt kann eigentlich diese ganze Einheit wieder eingeschraubt werden. Ich will aber, wie gesagt, vorher nochmal kurz den Lüfter einfach mal ein bisschen reinigen. So, den Lüfter habe ich ein bisschen gereinigt. Und jetzt werde ich hier mal den Laptop nehmen, so dass ich das dann hier einsetzen kann. Zunächst hier unten rechts einsetzen und dann geht das relativ gut. Muss man eventuell aufpassen, dass man die Leitung oben mal da ein bisschen hoch legt für einen Moment. So, jetzt ist das neue Mainboard hier so drin und jetzt kann ich es erstmal wieder anschrauben. So, als nächstes will ich schon mal einen kleinen Vorab-Test machen und zwar habe ich hier von den Leitungen noch nichts angeschlossen, nur die Spannungsversorgung ist dran und wenn ich jetzt hier den 20 Volt Stecker ranstecke, und ich hier einschalte, dann sollte hier eine Leuchtdiode leuchten. Und wie man sieht, das tut sie. Das hat vorher das alte Mainboard nicht gemacht. Das heißt also, das ist schon mal soweit in Ordnung. Der Lüfter ist auch angelaufen, sodass ich jetzt die restliche Verkabelung sozusagen mache und die Festplatte einbaue und gucke, ob der Rechner hochfährt. Was ich dennoch machen muss, ist mir mal hier den Akku angucken, also wenn sofern es alles funktioniert, weil da bin ich mir nicht sicher, ob da irgendwas auch noch defekt ist, aber ich bin erstmal ganz guter Dinge, dass es hier soweit funktioniert. So, bei den Steckverbindern fange ich hier mal an. Ich klappe das hier wieder hoch, dann kommt hier das Flachbandkabel da so rein, dann wird es umgeklappt, dann hier oben auch, also hier ist eigentlich nur der Anschluss für die Lautsprecher. Das geht eigentlich ganz gut. Dann haben wir hier die Sache dort. Mal hochklappen und runter. Kann ein bisschen kontrollieren, dass es einigermaßen fest ist, aber wenn es, sag ich mal, runtergeklappt ist, dann sollte es eigentlich auch fest sitzen. Hier auch nochmal hochklappen. Weil es hier so sehr klein ist, brauche ich hier eine kleine Zange. Das erstmal nehmen hier. Sonst kann ich das nicht greifen. So. Und hier auch. Okay. Dann fehlt hier noch dieser andere kleine Stecker.
Und das werde ich dann erstmal hier durch diese Führung hier erstmal ziehen, die ganzen Leitungen, die da sind. Ja, man sieht es hier, die gehen hier eben lang und haben da so eine Führung. Da kommt es dann auch alles wieder rein. Diese anderen drei, die werde ich einfach so zusammennehmen. Das geht eigentlich ganz gut. Und hier auch. Und jetzt kommt dieser sehr kleine Stecker, der wird von oben hier rangesteckt. So. Und die anderen beiden sind ja für das WLAN-Modul. Das kommt ja hier noch ran. Das schraube ich gleich noch fest. Dann sollte es eigentlich auch funktionieren da. So, alle Komponenten sind jetzt hier wieder angeschlossen. Ich habe auch die Festplatte wieder eingebaut. Und ich werde jetzt einfach mal einen Test machen. Ich werde also den Deckel hier mal zumachen und den Laptop einfach mal einschalten. Also einmal auf. Und dann schalte ich mal ein. So, ich habe den Rechner mal eingeschaltet. Und das Lenovo-Logo erscheint. Also insofern denke ich mal, dass der Rechner jetzt auch wieder funktioniert. Ja, ich habe den Rechner auch weiter booten lassen. Also er startet hier in Windows 10. Und insofern funktioniert er. Ja, das war mal wieder so eine Reparatur. Vielleicht mal zur Info von den Kosten her. Also dieses Mainboard, das habe ich auf eBay gekauft und es kostete 65 Euro inklusive Versand. Also nicht so viel. Also für 65 Euro kriegt man, denke ich mal, keinen neuen Laptop. Und zum anderen hat man natürlich auch ein bisschen die Umwelt geschont, Ressourcen gespart. Auch Geld natürlich gespart, insofern denke ich mal, ist eine ganz gute Sache. Das alte Mainboard, da weiß ich noch nicht, ja, was man da mit machen kann. Ich könnte natürlich jetzt nochmal das irgendwie mit anschließen da irgendwie und Vergleichsmessungen machen, aber das ist mir eigentlich zu aufwendig. Ja, das war's mal wieder. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.